Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir haben einen weiteren Mutterkristall zerstört und Jill hat endlich ihre Rache bekommen. Allerdings hat sie sich extrem dabei verausgabt. Deswegen sollen wir auch wahrscheinlich jetzt zur Krankenstation und schauen, wie es ihr geht. Allerdings, ich sehe hier schon wieder Nebenmissionen. Vor allem hier, vielen Trank für die Blumen. Oh, mehr Tränke tragen vielleicht? Die Pluszeichen sind ja wirklich etwas, was irgendwas von unseren Sachen erweitert oder von unserem Gameplay. Von daher auf jeden Fall interessant. Ich weiß, ja, wir können was Neues schmieden. Und hier haben wir eine neue Nebenmission. Ich würde vielleicht überlegen, dass wir erst das hier fertig machen und dann mit der Hauptmission weitermachen. Ich weiß, die gute Jill wartet eigentlich schon auf uns, aber die ist sehr gut versorgt. Von daher, ja. Was? Erstmal brauchen wir Tränke. Ist das zerstört? Was ist denn? Ich muss einkaufen. Sag doch gleich, was du kaufen willst. Ist ja gut. Platinschwert. Gucken wir mal, ob wir das nicht einfach schmieden können. Aber erstmal hier. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich mach dich arm, indem ich dir was abkaufe. Ich hoffe, du hast es passend. Ja, ja. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, wollte ich sagen. Meine Liebste. So, Steinhaut-Tonikum. Zack. Wenn du irgendetwas brauchst, frag einfach Tante. Sie hat eine Menge neuer Ware reinbekommen. Schön. Hier wollte ich noch hin. So. Das Schönste ist doch erstmal Ausrüstung verbessern. So. Ich kann herstellen, ich kann verstärken. Nö. Verstärken bringt schon mal nichts. Herstellen. Das Platinschwert kann ich auch herstellen. Pass gut drauf auf, ja? Ja, bitte. Jetzt sind wir schon wieder Töfte ausgerüstet. Platingurt. Sollte eine Weile halten. Und Platinkanonen. Bringt mir nur nichts. Na dann. War's das? Ja, war's. Gut. Alles gut. Ich werde dich nicht länger belästigen. Keine Sorge. So, wo muss ich denn jetzt hin? Moment, ein Stück zurück. Oder? Hier lang. Und hier lang. Richtig? Ich werde mich auf ewig hier verlaufen. Immer und immer wieder. Tja. So. Schon. Hoffentlich ist die nicht zu lang, die Mission. Aber die mit dem Plus sind wichtig. Sid, ich weiß, wer im Versteck lebt, soll seine Vergangenheit hinter sich lassen und sich der Zukunft zuwenden. Das stimmt. Und doch, es geht darum, dass... Nun, ich weiß, du stammst aus Rosaria und ich brauche jemanden, der mit der Gegend vertraut ist. Auf den herzoglichen Wiesen wächst eine Vielfalt an Heilpflanzen, die es sonst nirgends gibt. Darunter eine Blume namens Nixenkelch, mit der sich die Wirksamkeit von Arzneien steigern lässt. Das klingt doch schon mal gut. Meine Jugend verbrachte ich zum Üben im Burghof. Mit Pflanzen kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Weißt du, viele Arzneien, die wir hier brauchen, müssen wir von weit her heranschaffen. Und wenn sich eine Lieferung verspätet, dann leiden die Kranken. Würden wir diese Blume finden und hier züchten, könnte das viele Leben retten. Aber wie du weißt, sind die Kaiserlichen überall. Und für einen schlechten Kämpfer wie mich wäre die Suche zu gefährlich. Ich weiß, wie beschäftigt du bist und verlange nicht, dass du dich extra für mich auf den Weg machst. Aber solltest du aus anderen Gründen in Rosaria sein, dann... Okay, ich halte Ausschau. Kannst du mir beschreiben, wie die Blume aussieht? Aber sicher.
Meinen Heilkundebüchern nach sind die Blüten der Blume gelb und in etwa so groß wie ein Goblinauge. Ja, das ist ja mal... Und sie wächst wohl am Kloster St. Gledemund. Damit mir das Anpflanzen hier bei uns gelingt, brauche ich mehrere Exemplare mit intakten Blüten, um Samen daraus zu gewinnen. Ach, eins noch. Der Duft der Blume soll unglücklicherweise auch eine anziehende Wirkung auf wilde Kreaturen haben. Sicher keine gefährlichen... Nein, garantiert nicht. Wieso sollte das auch gefährliche Kreaturen anlocken? Das ist ja vollkommen absurd und so in diesem Spiel. Da hinten. Bleib wachsam. Wir wissen nicht. Schon was entdeckt? Nee. Schon fertig, was? Ja. Danke. Wir übrig gebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten. Das alles wieder aufzuräumen wird ewig dauern. Tja, so ist das. Kumpel, so ist das. So, können wir wenigstens wieder ein bisschen Schoko reiten. Na, Sid? Na? Ich warte immer darauf, dass der Chocobo-Mambo läuft. Ich vermisse es. Es ist schade. So wenige von euch. Ach, aber ein Wendekreis wie ein LKW hat die gute Ambrosia. Mann, andere Richtung. Nee, passt schon. Sehr feucht. Vielleicht feucht genug für Nixenkelche. Ein Gärtner-Goblin. Was nicht alles gibt hier. So. Dann schauen wir mal. Da vorne sehe ich was Gelbes. Sicher Nixenkelche. Ja, hier sind schon mal Goblins, um die Größe abzugleichen. No!
also. Mensch. Da sind sie. Gelbe Blüten. Nixenkelche, keine Frage. Gut. Ich sammle so viele wie möglich. Wer weiß, wann ich wieder hier bin. Dieser Duft hat etwas Vertrautes an sich. Erinnert mich an früher. Ich hoffe, das reicht. Von Goblins habe ich nämlich genug. Aber noch eine Truhe. Na dann. Erstmal wieder zurück. Und dann sprechen wir erstmal mit der Jill, oder? Ja, gucken wir mal, wie es ihr geht. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Eines Tages will ich mal das andere Ufer vom See sehen. Eines Tages, Junge. Eines. Feuer der Freiheit klären das Land, verzehren Heiligstaat. Gefrorene Herzen tauen sacht, gelöst ihr Frost gespann. Okay. Schön, Kumpel, schön. So, ich hoffe, damit dass damit meine Tranktaschen erweitert werden oder halt wirklich die Wirkung der Tränke verbessert wird. Ich freue mich, dich wieder bei uns im Garten zu begrüßen, Cid. Gibt es Neuigkeiten? Bitteschön. Ich habe die Blumen gefunden. Oh ja, wundervoll. Genau wie sie in meinem Buch beschrieben wurden. Erzähl, war es schwer, sie zu finden? Die Suche selbst war nicht schwer, nein. Weißt du, der Duft erinnert mich an meine Kindheit. Damals habe ich nicht drauf geachtet, aber vielleicht wuchsen sie auch im Schlossgarten. Wenn ein Extrakt daraus die Wirkung von Arzneien verstärkt, dann wurden sie sicher auch in den Tinkturen und Heiltränken für meinen Bruder verwendet. Wenn sogar eure Hofärzte auf die Wirkung vertrauten, dann ist das ein Grund mehr, sie hier bei uns im Garten anzubauen. Cid, ich werde dir zum Dank etwas davon geben und vielleicht wird es dir eines Tages das Leben retten. Ich muss nur die Essenz aus den Blüten extrahieren. So, so. So, schon fertig. Eine Ampulle reinsten Nixenkelch-Extrakts. Ein einziger Tropfen genügt, um die Wirksamkeit deiner Heilmittel zu steigern. Zumindest hoffe ich das. Lassen. Okay. Yay. Nixenkelchextrakt. Ein einzelner Tropfen dieses konzentrierten Extrakts reicht aus, um das Potenzial von Heiltränken und Tonika zu erhöhen. So behauptet es jedenfalls Nigel. Wird zur Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Wertgegenstand. Mittel verstärkt. Ah, okay. Hab mich jetzt schon gefragt, wie ich das machen muss. Aber anscheinend sind jetzt generell meine Tränke stärker. Das ist begrüßenswert. Du hast etwas mit Nixenkelchextrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke und Steinhaut und Löwenherztonika wirken über einen längeren Zeitraum. Sehr nice. Das macht die Sache einfacher. So. Pflanzen. Genau, mach das mal. Sehr schön. So, jetzt können wir noch unseren die Früchte unseres Ruhmes ernten. Eventuell vielleicht, wenn ich den Weg finde, heißt das.
Nee, nicht Weltkarte. Die normale Map reicht mir. Hier unten. Jagdbrett, ja gut. Die Lage Valisteas hat sich natürlich auch geändert zum stillen Stifter, genau. Das meinte ich. Sag Bescheid, wenn du... Ja, vielleicht. Sind die Gerüchte wahr, Sid? Ja, ich bin voll gut, ne? Der Meisterzerstörer. So, was bekommen wir denn für einen Ruhm? Kupkas Garde ist in letzter Zeit nicht mehr in Dalinar gesehen worden. Willkommen beim stillen Stifter. Hallo, Desiree. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Früher wurde ich beim Betreten einer Taverne regelmäßig mit Wünschen nach der Ode an Dion, den Kühnen oder dem Lied von Curl und dem... Curl, ja? Und der Schankmaid überschüttet. Und jetzt wollen alle nur noch von Sid, dem Geächteten, hören. Du hast mich zu einem reichen Mann gemacht, mein Freund. Okay, eine neue Notenrolle? Ein verbrauchter Splitter. Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. Kann ich die Notenrollen verwenden? Wo ist denn die Jukebox? Kunde aus den Landen, stiller Stifter, Jagdbrett, da muss ich wieder da hinten irgendwo hin, was? Hier, ja. Will ich das? Moment, nee. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Jill. Der ging es nämlich nicht so gut. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Clive, wo bist du? War so klar. Hier drin. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen, ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Sid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Sid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem
werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los, lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Wie war das mit Schonen? Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Liebe Jill, wie war das mit Schonen? Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Mhm. Zurück nach Rosalith also. Was auch immer uns dort erwartet. Erst hat er unser Zuhause zerstört, jetzt will er deins zerstören. Aber dieses Mal wird er nicht ungestraft davonkommen. Naja, wäre ich mir noch nicht so sicher. Gucken wir uns noch eine kleine Nebenmission an hier. Ich hoffe, sie ist nur kurz. Wo war sie? Da. Dann können wir auch mal kurz Musik hören. So. Was war das? Irgendwas mit A? A Rose is a Rose. Lieber was Entspanntes. So. Clive, was mache ich denn jetzt bitte schön? Keine Ahnung. Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ein Wunder, dass die Lumpen dieser beiden Mädchen noch nicht auseinandergefallen sind. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Wie kann ich helfen? Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Weiß ich. Immer. Also, ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und rot. Aber sie liefert nicht. Wie auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Kriegen wir hin. Und mit irgendwer meinst du sicher mich? Ganz genau. Und lass dich nicht mit weniger abspeisen als das, wofür ich bezahlt habe. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Na gut. Na gut. Sie haben gesagt, Kleider. Aber wir haben doch kein Geld. Ja, das soll euer geringstes Problem sein. So. Stoff. Hoffentlich hat die Tuchhändlerin den Stoff. Wird schon passen. Fast jeder hier steckt sein. Alles schlachtfrisch. Kaum. Nee, du klingst nicht nach einer Tuchhändlerin. Blau und rot, bitte. Wie wäre es mit ein wenig Damast? Oder lieber ein paar Meter Samt? Oder Loden? Nur etwas Leinen. Zwei Ballen. Sie sind schon bezahlt. Es tut mir leid, Milord, aber eure Stoffe sind nicht hier. Das war so sie klar. Sie hätten mit einer Karawane aus Boklat hier eintreffen sollen, aber wir warten schon seit mehreren Tagen auf sie. Meine Mutter gibt Banditen die Schuld, aber sie gibt an allem Banditen die Schuld. In den meisten Fällen hat sie damit auch recht. Die Karawane kommt also aus Richtung Süden? Ja, hoffentlich mit lauter hübschen Sachen im Gepäck. Moment, wollt ihr sie etwa... suchen gehen? Ganz genau das habe ich vor. Oh, na dann, viel Glück. Oh Gott, da können wir hin teleportieren. Hoffe ich zumindest. Mal schauen.
Hey, da ist ein Karren. Der Drecksvogel ist eine Gefahr. Es war nur ein Versehen, ehrlich. Okay. Oh Gott, hat den Karren kaputt gemacht. Wer soll das halb kaputte Zeug jetzt noch kaufen, nachdem dein Biest darüber getrampelt ist? Für mich sieht alles noch ziemlich heil aus. Gibt es irgendein Problem? Falls du vorhast, meine Waren zu klauen, kannst du dich schon mal auf eine Enttäuschung gefasst machen. Alles die Schuld von dem Dummkopf da. Aber du bist mir doch vor den Wagen gelaufen. Dieses Federhirn hat mich niedergetrampelt. Ich bestehe auf Entschädigung. Wenn ich denn gill, dann nehme ich die Waren, die du dabei hast. Sonst melde ich dich bei der Garnison und lass dich hängen. Was? Was hast du für Ansprüche? Meine Lieferung wird in Nordstedt erwartet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie dir nicht geben. Du kommst nicht zufällig aus Bocklat, oder? Ja, komme ich, aber... Haben die Markthändler dich geschickt? Hilf mir doch bitte. Ich kann auch dafür zahlen. Der Trottel hat also Verstärkung. Und Gil scheinbar auch. Tja, tut mir leid für dich, aber die werden wir uns jetzt nehmen. Wer ist wir? Hey, Schlechter! Zeit zum Abkassieren! Ich hab doch keine Zeit hier. Du sollst mich nicht so nennen. Und wir hätten schon längst abkassiert, wenn du nicht dieses kleine Schauspiel abgezogen hättest. Also doch, Räuber. Banditen! Genau, die sind meistens schuld daran. Bringen wir es hinter uns. Ich nehme den Vogelfreund. Kümmer du dich um den Schöpfling, Schlechter. Aua. Nenn mich nicht so. Oh, ich habe schon wieder sehr viele Fähigkeitenpunkte. Schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Schlechter, dass ich nicht lache. Ist alles in Ordnung? Ja, dank deiner Hilfe. Dieser Betrüger wollte wohl den Banditen die Drecksarbeit erledigen lassen. Und hätte der große Gilbert dich nicht geschickt, wäre ihm das sicher auch gelungen. Meine Lieferung ist gerettet. Ohne dich wäre ich jetzt ruiniert. Bitte lass mich dich belohnen. Darüber können wir auch in Nordstedt reden. Ich werde dich dorthin begleiten. Also hattet ihr beide recht. Es sind wirklich immer Banditen schuld.
Und ohne die Güte dieses Söldners hier, würdet ihr eure Waren wahrscheinlich gerade von einem von ihnen für den doppelten Preis zurückkaufen. So, wenn ich mich nun verabschieden darf, ich habe eine dringende Verabredung im Schleier, bevor ich nach Bockler zurückkehre. Schön. Lebt wohl. Viel Spaß. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ihr wartet ja noch auf euer Leinen. Glücklicherweise sind beide Ballen sicher mit dem Rest der Lieferung eingetroffen. Und zum Dank habe ich euch noch ein paar Ellen unserer besten Stoffe eingepackt. Kostenlos natürlich. Ist das auch wirklich in Ordnung? Meine Mutter besteht darauf. Schließlich habt ihr unsere ganze Lieferung gerettet. Zurück zum Versteck. Hortense wartet sicher auf den Stoff. Das werden schöne... Na? Schöne Kleider werden das. So, das geben wir noch ab. Fertig langsam für heute. Clive, entschuldige, dass ich dir Umstände gemacht habe. Aber meine Bestellung hast du, oder? Keine Sorge. Hier ist sie. Ich glaube, du wirst mehr als zufrieden mit den Stoffen sein. Mal sehen. Ein ballenrotes Leinen, ein ballenblaues. Huch, ich erinnere mich nicht, Samt oder Seide bestellt zu haben, oder... Ist das Goldstickerei? Gütige Gwigor. Ich hoffe, diese Händlerin erwartet nicht, dass ich das alles bezahle. Du kannst ganz beruhigt sein, Hortense. Das waren Geschenke. Zum Dank für einen Gefallen. Ich kann sie natürlich auch zurückbringen. Oh, ich will nichts überstürzen, Clive. Ich werde schon irgendwas damit anfangen können. Da fällt mir ein, welcher von den dreien gefällt dir denn am besten? Ich weiß nicht. Schwarze Leinen, die weiße Seide, der rote Samt. Weiße Seide. Der da, glaube ich. Dann gebe ich ihn am besten Jill. Oh. Wusstest du eigentlich, dass sie eine ziemlich gute Schneiderin ist? Zumindest weiß ich, dass sie als Kind auch nähen gelernt hat. Als Kind? Ach, richtig. Ihr beide seid ja zusammen in Rosalied aufgewachsen, oder? Ja, ganz schlechtes Thema gerade. Zusammen, aber... nachdem mein Vater die Rebellion in den nördlichen Gebieten niedergeschlagen hatte, kam Jill zu uns an den Hof, um ihren Vater Silbermähne zur Einhaltung der Verträge zu zwingen. Dann ist sie eine waschechte Prinzessin, nicht wahr? Das habe ich gleich erkannt. Manche Leute haben einfach so eine Ausstrahlung. Hier gibt's aber nicht viele davon. Ich würde ihr gern etwas nähen, das besser zu ihrer Stellung passt, aber... sie würde ja doch nur ablehnen, wie immer. Mir sagen, dass ich den Stoff lieber für die Kinder benutzen soll. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Das letzte Kleid, das du ihr genäht hast, scheint sie jedenfalls sehr zu mögen. Das trägt sie ja wirklich ständig. Vielleicht näht sie sich selbst etwas Neues aus deinem Geschenk. Ablehnen wird sie es sicher nicht. Das würde mich so freuen. Oh, vielleicht ein neues Kostüm? Alternatives? Aus weißer Seide lässt sich was Schönes machen. Stahlseide. Nee, schade. Ich bin wirklich stolz, dass sie mein Kleid trägt. Wenn sie mich nur mehr für sie machen lassen würde. Sag, Tuch, ich hatte noch nie ein Leinenkleid. Nicht aus Sacktuch. Yeah. Naja, okay, ich wollte jetzt gerade nochmal an die Fähigkeiten gehen, aber ich sehe gerade, es ist schon wieder spät. Dann machen wir das nächste Mal und dann machen wir mit der Hauptmission an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis dann.